Böhmen im Jahr 1403. Hier spielt Kingdom Come Deliverance 2 und heute wollen wir uns die zwei Schauplätze im Spiel einmal etwas näher anschauen. Das ist einmal die Burg Troski und einmal die Stadt Kuttenberg. König von Böhmen war zu dieser Zeit Wenzel der Vierte. Allerdings hatte dieser ein Jahr zuvor aufgrund von Druck aus seiner eigenen Aristokratie in Königgrätz eine Vereinbarung mit seinem Halbbruder Sigismund, dem König von Ungarn, getroffen. Durch diese Vereinbarung übernahm Sigismund faktisch die Regierung von Böhmen und bekam die Krone nach Wenzels Tod zugesprochen. Im Gegenzug sollte er Wenzel dabei helfen, die Reichskrone zurückzugewinnen, nachdem Wenzel 1400 als römisch-deutscher König abgesetzt worden war. Nachdem wir uns jetzt also einen kleinen Überblick verschafft haben, wer in Böhmen zu dieser Zeit das Sagen hat, lasst uns einmal auf Burg Troski schauen. Gelegen auf zwei durch Magma ausgefüllten Schloten eines Basaltmassivs, wurde Burg Troski vermutlich in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts erbaut und befindet sich im Jahre 1403 im Besitz von Otto dem Älteren von Berghof. Dieser hatte die Burg und auch die Herrschaft 1399 von Wenzel gekauft. Die Burg liegt im sogenannten Bohemian Paradise, einem landschaftlich sehr ansehnlichen Gebiet im Nordosten vom heutigen Tschechien. Wir werden in Kingdom Come Deliverance 2 also nicht nur die Burg selbst erkunden können, sondern auch tiefe grüne Wälder durchstreifen und idyllische Seen genießen können, welche die Umgebung von Burg Troski prägen. Was genau uns in dieser Region erwarten wird, wissen wir aber natürlich noch nicht. Nachdem die Vereinbarung zwischen Wenzel und Sigismund getroffen worden war, brachte Sigismund schnell die größeren Burgen des Landes ohne militärischen Einsatz unter seine Kontrolle, hielt sich selbst aber nicht an seinen Teil der Abmachung und ließ Wenzel, nachdem dieser dagegen aufbegehrt war, einkerkern. Jetzt war Sigismund jedes Mittel recht, Böhmen zu kontrollieren. 1402 entsandte er zum Beispiel seinen Hetman Markwart von Aulitz mit einer Armee von Prag nach Kuttenberg, um dieses zu belagern und einzunehmen, was schließlich auch gelang. Natürlich wissen wir jetzt alle schon, dass Kingdom Come Deliverance 2 auch in Kuttenberg spielen wird. Und witzigerweise wurde die genannten Geschehnisse schon in einem Community-Post aus 2017 besprochen. Und bevor wir jetzt nach Kuttenberg springen und uns das mal ein bisschen angucken, möchte ich ein paar Worte zum heutigen Sponsor verlieren. Fistflix. Schon 1142 gründete der Zisterzienserorden ein Kloster, zu dessen Ländereien das Gebiet des heutigen Kuttenbergs gehörte. Der Sage nach soll ein Mönch auf einem Weinberg erstmals Silber gefunden haben und um die Stelle zu markieren, legte er an der Stelle auf ihm jenem Weinberg seine Kutte ab, woher der Name Kuttenberg rühren soll. Nachdem die Stadt aufgrund der Silberfunde und der damit einhergehenden hohen Zuwanderung von Bergleuten stark gewachsen war, verlieh Wenzel der Zweite im Jahr 1300 Kuttenberg das Münzrecht und von da an wurde dort der Prager Groschen geprägt. Durch diese Umstände wandelte sich Kuttenberg bald zur zweitwichtigsten Königsstadt nach Prag. Nach einer Belagerung durch Albrecht von Habsburg im Jahre 1304 wurde die Errichtung der Stadtbefestigung fokussiert und ja, dann haben wir sie also. Die Stadt Kuttenberg im Jahre 1403 zuvor durch Markwart von Aulitz belagert und eingenommen und, ach ja, Markwart ist kurz danach in der Nähe von Kuttenberg getötet worden. Könnten wir dazu auch etwas in KCD 2 sehen? Wer weiß, wer weiß. Was wir aber auf jeden Fall sehen werden, ist natürlich die Stadt an sich mit dem alltäglichen Leben, vielleicht dem angefangenen Bau des Doms und natürlich die durch den Bergbau stark geprägte Landschaft.
Wir sehen also, dass Kingdom Come Deliverance 2 zu einer faszinierenden Zeit spielt und ich persönlich kann es kaum erwarten, in das Böhmen im Jahre 1403 einzutauchen. Wie sieht es bei euch aus? Fiebert ihr schon auf das Spiel hin oder lässt euch das eher kalt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Danke an Starion für die Verkörperung des Wenzels. Den Link zu seinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Und wie immer, danke an alle Kanalmitglieder und bis zum nächsten Mal. Euer Fister. Ciao.